Dim the lights. Grüß Gott, viele wissen schon, was das heißt, wenn sie den Titel lesen, wenn ich so da sitze. Es geht wieder ums Essen. Ja, ich versuche jetzt gerade radikal die ganzen Videos noch zu drehen, die mir fehlen. Voll sorry dafür, aber ich habe in letzter Zeit überhaupt keinen Bock gehabt, Videos zu drehen. Ich habe mich eher lieber um andere Sachen kümmert, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen, ich werde es auch in einem anderen Video noch genauer erwähnen, aber es ist nun mal so, Leute. Ich hoffe, ihr akzeptiert das. Das YouTube ist nun mein Hobby und ich finde, YouTube verändert sich ein bisschen und das stört mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber egal, jetzt bin ich wieder da. Ich hoffe, ich halte es auch durch so lange wieder. Und ja, fangen wir mal an mit Essen, weil das ist ja mein Lieblingsthema. Wir beginnen mit Oktober. Ich habe mir im Oktober sehr, sehr häufig einen Salat gemacht wieder. Da war ich ein bisschen braver. Also ich habe das voll gern, wenn ich mir einen Film anschaue und mich mit Salat vom Fernseher setze. Besserer Chipsersatz, würde ich jetzt sagen. Aber ja. Dann steht da Mozzarella-Sticks mit Kartoffeln. Da war ich mit der Min essen. Könnt ihr auch hier gerade sehen. Da haben wir die Mozzarella-Sticks gegessen und die Kartoffeln dazu. War urlecker. Dann steht hier Brote, Linz-Schulung. Ah ja, da war ich in Linz im Oktober. Und das Essen war echt eklig. Besonders die Brötchen waren voll eklig, finde ich. Aber ich habe es halt fotografiert, um euch zu zeigen. Dann steht hier wieder Salat, weil im Oktober hatte ich die extreme Piccolini- und Salatphase. Die Piccolini seht ihr hier. Da habe ich eine richtige Phase gehabt von Piccolinis. Extrem schlimm. Dann steht hier Pizza scharf mit Käseboden. Die war auch geil. Ich kann mich nicht mehr erinnern, mit wem ich sie gegessen habe, aber die war auch extrem gut. Ich glaube, die habe ich auch alleine gegessen. Ja, könnte gut sein, ja. Heute gehen nicht so viele, es ist einfach nicht normal. aber wir waren bei dem Sperrips mit der Linda, waren wir nämlich gemeinsam essen. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir davor waren. Ich glaube, nicht Comic Messe, Game City, glaube ich, waren wir davor. Dann habe ich stehen Weintrauben. Die hat mein Papst besorgt vom Lidl, glaube ich, waren die. Die waren so lecker. Ich esse gerne Weintrauben, aber ich versuche immer ein bisschen weniger zu essen. Keine Ahnung, fragt mich nicht warum, aber ich liebe Weintrauben normalerweise. Dann steht hier Risi Bisi, das ich selber gemacht habe. Auf das war ich sehr, sehr stolz. Muss ich schon sagen, ja. Ich habe eine volle Kaffeesucht, das ist schon mein dritter. Halleluja. Dann steht hier wieder Mini-Pizzen Salami. Mir fallen aber gerade auf, das waren keine Piccolinis, sondern das sind diese Nachmacher von Billa. Die Deutschen werden kein Billa kennen. Billa gehört zum Rewe-Konzern und die haben so Eigenmarken auch. Und da gibt es eben jetzt diese Mini-Pizzen davon. Dann steht hier Kuchen mit Lin, da waren wir da war ich Nägel machen und habe sie mitgenommen und dann waren wir Kuchen essen. Den seht ihr hier. Die Lin hat meinen Schokokuchen gehabt, den ich so gerne esse und ich habe diese Erdbeer-Joghurtschnitte probiert gehabt. Aber ich bleibe lieber bei meinen Schokokuchen. Eindeutig. Dann steht hier Schnitzel mit Lin. Ich glaube, da waren wir danach dann noch essen. Ja, da waren wir danach dann noch essen und das kam dabei raus. Und Cocktail mit Min. Im Oktober. Kommen wir schon zum November. Da steht Pizza selbst gemacht mit meinem Bruder. Das war ja urlustig. Wir haben so einen Teig im schwarzen Sackerl gekauft und ich musste den ausrollen. Und das war mega anstrengend. Mein Bruder hat es nur belegt und hat mich die ganze Zeit zickiert, dass ich den ausrollen soll. Aber es war urlustig. Die war echt gut. Am Anfang hatten wir sie zu lange drinnen, aber die war echt gut. Dann steht da... Baumkuchen. Baumkuchen. Da war ich mit der Lin, glaube ich. Ich glaube, da war ich mit der Lin. Weil wir wollten eigentlich eine Waffel essen, aber es gab keine Waffeln. Und deswegen, da waren wir nach der Schule, waren wir. Genau, da habe ich sie von der Schule abgeholt. Und dann waren wir dort und haben sich einen Baumkuchen geholt, weil es keine Waffeln gab. Und ich habe sogar eine Belle geschenkt bekommen, weil die Celine hatte die Cinderella oben, ihre Lieblingsprinzessin. Und meine ist die Belle, also hat sie mir eine Belle geschenkt, die Verkäuferin dort, voll süß. Das fand ich wohl lieb. Dann habe ich hier Kartoffelsalat mit Hühnerstreifen. Das gibt es bei mir in der Arbeit, gibt es so einen Stand. Das war kein deutscher Satz. Bei mir in meiner Arbeit, in der Nähe, gibt es so einen Stand, wo du Essen bestellen kannst. Und da haben sie dieses Gericht und ich liebe es. Ich versuche es jetzt nicht mehr so oft zu essen, weil es halt relativ teuer ist. Aber es ist extrem gut. Dann steht da Torte von meiner Mom, von Mopsi steht da dabei. Das sind sogar zwei Fotos, die ich euch zeigen kann. Da war ich richtig happy, dass wir eine Torte für sie organisiert haben. Die war auch relativ gut. Also
Die war echt nicht schlecht. Sie liebt halt Schwarzwälder Kirsch und hat vor kurzem vor ihrem Geburtstag gejammert, dass sie gern wieder eine hätte. Und deswegen habe ich meine Schwester überredet, dass wir... Also überredet. Deswegen haben wir ausgemacht, dass wir ihr eine Torte besorgen. Ja, da gibt es auch ein Video dazu. Zu dem Tag. Also wenn es wieder was gibt, kann ich euch das eben, wenn ich dran denke, unten verlinken. Aber ich verlinke euch einfach den Wortkurze, den Zweitkanal, dann könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr wollt. Da steht Maggie mit Tobi und Lynn. Kam auch in einem Video vor, da war ich ganz, ganz stolz, dass Tobi mitgefahren ist mit mir und mit der Lynn. Ihr wisst ja, ich mache ja öfter was nur mit Lynn und da wollte aber der Tobi unbedingt mit. Und da waren wir beim Maggie essen und das war richtig süß. Das war wirklich süß. War echt schön. Dann habe ich wieder einen Salat gegessen, was öfter sein hätte können, aber egal. Dann steht hier Leberkäse mit Kartoffeln. Das hat mein Bruder gemacht. Und mein Bruder ist eine... Ich mag keine Petersilie-Kartoffeln. Ich mag es einfach nicht. Wirklich nicht. Aber ihr seht es gerade auf dem Foto. Deswegen rede ich gerade drüber. Mein Bruder gibt noch zusätzlich Knoblauch rein. Und wenn er die so macht, kann ich sie schon essen. Aber wenn es ohne ist, kann ich sie irgendwie nicht essen. Was? Voll gestört, oder? Und meistens Spaghetti esse ich auch nur von meinem Bruder am liebsten. Komisch, oder? Ja. Dann steht hier Schokokuchen. Da war ich mit Roman und mit der Lynn, glaube ich, im Kino. Da haben wir Eiskönigin geguckt. Ja, ja, genau. Der Roman wollte noch vorher essen und die Lynn und ich haben sich einen Kuchen genommen und ich hatte den Schokokuchen. Der heißt, glaube ich, lauwarmer Schokokuchen und der ist so geil, Leute. Der ist so geil. Ich habe ihn sogar auf Instagram, glaube ich, postet, weil ich den so geil fand. Der war richtig gut. Und dann steht da Tortilla Chips, da waren wir ja im Kino, da seht ihr auch die Kinokarte davon, da waren wir Frozen 2 schon. Dann steht da noch Kaffee Maggie mit Lynn, aber da war der Roman auch dabei, also wir waren da noch zu dritt unterwegs. Das habt ihr da inbegriffen. Dann Dunkin' Donuts, eine Arbeitskollegin hat Dunkin' Donuts mitgenommen. Und ich wollte eigentlich im November, wollte ich eigentlich abnehmen, was da nicht so gut funktioniert hat, wie man gesehen hat. Und sie hat aber Donuts mitgebracht und hat mich gefragt, ob ich einen haben will, weil sie hat hauptsächlich nicht nur wegen mir, sondern auch generell Donuts mitnehmen wollen, aber hat auch den Hintergedanken wegen mir gehabt, weil ich ja auch damals so oft welche mitgebracht habe. Das fand ich voll lieb. Deswegen habe ich den Smiley-Donut gefuttert. Was auch sonst. Dann steht hier Ebi, da war ich mit einer Freundin dort und das war richtig geil. Das war richtig geil. Ich liebe Ebi. Ist halt extrem teuer, aber ich liebe es. Dann steht der Maggi-Café. Da war ich auch mit der Freundin noch unterwegs. Da haben wir noch Kaffee getrunken. Ja. Und ich kann mich noch ganz genau an den Tag erinnern, weil da habe ich dann danach, bin ich angerufen worden und von meinen Kolleginnen und dem gefragt, ob wir Pizza, also ob wir essen gehen wollen. Und deswegen sieht man da noch eine Pizza. Voll peinlich. Das alles habe ich an einem... Naja, egal. No comment. Kommen wir zu Dezember und da ist wirklich viel, was ich euch zeigen muss an Essen, weil ich sehe gerade, das kann jetzt eine Weile dauern, glaube ich. Fangen wir mit den Tortilla Chips an, mit dem Kino. Ich weiß nicht mehr, ich glaube Hustlers haben die Mino nicht da geschaut, oder stimmt das? Ja, da haben wir Hustlers geschaut. Danach waren wir Pizza essen, also ich habe eine Pizza gegessen, ich weiß glaube ich gar nicht, die Mino hat was anderes gegessen. Die war echt gut, da war Lachs oben, die war echt geil. Dann haben die Min und ich Cocktails getrunken an dem Tag, zweimal gleich. Also hier habt ihr mal die ersten Cocktails. Und weil uns das nicht gereicht hat und wir die Happy Hour noch ausnutzen wollten, haben wir nochmal Cocktails bestellt. Also richtig gestört. Und dann habe ich Leben wieder zum Nägelmachen mitgenommen und wir haben wieder Kuchen gefuttert. Ich habe diesmal auch einen Kaffee dazu gehabt. Und wieder meinen Schokokuchen. Die Lin hatte die Schnitte, die ich im letzten Monat hatte. Sehr cool, oder? Dann waren wir dann noch Subway-Sandwich essen, was ich schon ewig nicht mehr gegessen habe. Und ich liebe eigentlich die Subway-Sandwiches. Habe ich auch gegessen mit der Lynn. Ja. Und dann war ich mit einer Freundin Pizza essen. Und ja, da habt ihr das Foto davon. Der Hund lenkt mich gerade ab, weil er lässt sich gerade streicheln von mir. Dann steht hier Punschkrapfen. Das war zum Krampus hat uns die Manu... Punschkrapfen mitgenommen. Ja, fand ich urlieb. Der war urgeil. Und diesen Krampus habe ich sogar noch, den habe ich aufgehoben. Dann steht da Hugo X-Messfeier. Oh, ja, ich weiß schon wieder. Das hat der Hund gerade den Kopf drin, weil ich obrüllt habe. Ich habe einen Hugo auf der Weihnachtsfeier getrunken. Und der war richtig gut. Das Bild schaut doch schön aus, finde ich. Und der war richtig gut. Dann hatte ich noch eine Grillplatte zu Weihnachten. Also auf der Weihnachtsfeier. Und die war auch extrem gut. Nun war das Essen und das Trinken, finde ich, dort extrem teuer.
Meiner Meinung nach, aber ja. Dann steht hier Kartoffel- und Gemüsegratin. Ja, das hat meine Mom. Na, Moment mal. Ich hab's gemacht mit meinem Bruder, glaube ich. Oder beziehungsweise hauptsächlich eigentlich fast ich, glaube ich. Weil mein Bruder, ich weiß nicht mehr. Na, ich glaube, ich habe das meiste gemacht von den ist ja wurscht. Auf jeden Fall haben wir Kartoffelgratin und Gemüsegratin gemacht, weil meine Mom das unbedingt haben wollte. Und das habt ihr auf dem Foto drauf. Es schaut nicht so appetitlich aus, aber es war echt gut. Es war wirklich gut. Auch das mit Gemüse war extrem lecker, weil bei dem mit den Kartoffeln waren auch Faschierten dabei. Und bei dem mit dem Gemüse natürlich nicht, weil wir das eben Veggie halten wollten, meine Mom und ich. War aber echt gut. Was mich auf eine andere Idee gebracht hat, da habt ihr das Foto. Ich habe probiert, ich habe nämlich da an dem Tag, wo ich das gerade gemacht habe, mit meiner Mama geredet, ob man nicht Käse mit Gemüse machen kann. Und das habe ich auch 2-3 Mal oder so gemacht. Nur beim 3. Mal hing es mir dann aus dem Hals raus. Das Backe ist ein Haar, fliegt da rum. Dann habe ich hier stehen Ebi mit Lin. Das war sicher an der Linien Geburtstag, wo das war. Da waren wir nämlich beim Ebi. Und danach haben wir sich noch bei so einem Christkindlmarkt so einen Stangerl geholt. Das hat auch schon wie Mickey Maus Köpfe, deswegen haben wir sich das ausgesucht. Es war Marzipan nämlich drin. Dann kommt ein Gericht von meinem Bruder. Er hat das irgendwo, glaube ich, auf Facebook oder so gesehen. Er hat probieren wollen Hühnerfleisch mit Speck und Mandeln und Reis. Und das kam dabei raus. Und es war echt gut. Das war wirklich gut. Wirklich gut. Dann steht da Tortellin. Ah ja, meine Schwester und ich haben sich überlegt, ob wir der Lin nicht eine Torte zum Geburtstag machen wollen lassen. Nur finde ich, war die echt schrecklich. Also ich fand die wirklich, wirklich deprimierend, die Torte. Ihr seht ja das auf dem Foto. Das war die ganze Torte. Ja, also ich hatte ein ganz anderes Bild im Kopf, was sie da fabriziert haben, aber okay. Teuer war sie extrem. Wenn ich meine Schwester gewesen wäre, ich glaube, ich wäre dort hingegangen und hätte die sowas von zur Sorge gemacht, wenn die mir die vorher gezeigt hätten, bevor ich sie genommen hätte und hätte die sowas von zusammengeschissen, oder? Und hätte mein Geld zurückverlangt, wirklich. Also da war ich echt enttäuscht, wie ich das gesehen habe. Und da könnt ihr auch ein Stück dann sehen, die Lin hat mir nämlich einen Lippenstift dazugegeben, weil da habe ich auf dem Foto drauf. Also, schaut nicht wirklich wie ein Lippenstift aus, finde ich, oder? Schaut eher aus wie ein abgeschnittener Finger. Ja. Aber egal. Sie war gut. Sie war wirklich gut. Aber ich war halt extrem enttäuscht für das, dass wir so viel Geld bezahlt haben und dann hat die so ausgeschaut. Also, ich war echt enttäuscht. Dann war ich Pizza essen mit einer Freundin. Jo, die war extrem geil, Pizza. Die war extrem geil. Und danach haben wir wieder Cocktails getrunken. Ich habe in letzter Zeit so eine Cocktailphase sowieso schon. Dann habe ich mich mit der lieben Tanja getroffen und wir waren beim Le Burger. Da waren wir, glaube ich, sogar im Donauzentrum, wenn ich mich nicht irre, weil da haben wir dann beim AIDA Kaffee getrunken. Und sie hat auch eine Schoko, irgend so ein Schokoding hat sie gehabt und das war so wabbelig und wir haben sich das dann teilt, weil sie gesagt hat, sie hält das nicht länger aus. Das war wohl lustig. Das war wirklich lustig. Dann habe ich hier stehen Schokotorte. Wir haben eine Arbeitskollegin, die manchmal für uns backt. Und wenn sie backt, könnte ich mich in den Kuchen immer reinlegen. Der, was wir zu Weihnachten gekriegt haben, der war ja auch extrem geil. Da habe ich, glaube ich, auch 2 Stücke oder so gegessen. Ups. Aber der war richtig geil, der Kuchen. Zu Weihnachtszeit haben wir einen Mini-Donut-Stand bei uns vor der Arbeit gehabt. Genau vom Müller stand der Mini-Donut-Stand, ungemein. Und da habe ich mir natürlich Mini-Donuts geholt nach der Arbeit, wie ich um 4 aus hatte, mit einer anderen Arbeitskollegin. Toll, oder? Dann steht da Huhn mit Knödel. Mein Bruder hat Brathändel gemacht, ganz normal mit Knödel. Lecker. Ich habe eh Bock wieder drauf. Dann Schinken- und Käsetoast. Ja, mein Bruder hat mich nämlich gesagt, ich soll bei ihnen was essen und dann hat er mir einen Schinken-Käsetoast gemacht, weil ich gejammert habe, ich habe Hunger. Das kam dabei raus. Dann zu Weihnachten essen wir jedes Jahr Fisch. Ich glaube, da habe ich sogar geholfen panieren. Na, Blödsinn. Nein, habe ich nicht. War ich da arbeiten? Ich war arbeiten, glaube ich, ja. Ich war arbeiten, ja. Ich glaube, das meiste hat mein Bruder gemacht, aber er war sehr, sehr brav. Aber der Fisch war urgeil. Der Fisch war so geil, boah. Dann haben wir danach noch, nach dem Fisch, dann Bienenstich gefuttert. Der war auch gut. Dann am 2. Tag habe ich für mich und für meine Familie und für mich, der Esel nennt sich zuerst, Schinkenrollen gemacht mit Gurkensalat und Eier. Das war so lecker. Das war so lecker. Ich habe es geliebt. Ich habe es wirklich geliebt. Danach habe ich mir dann noch eine Pyramide mit rüber zu mir genommen. Upsi. Ja.
Dann steht dann noch Pizza. Ich weiß nicht mehr, wo ich die gegessen habe. Ich glaube zu Hause. Ich glaube, man kann den Pizzakarton erkennen, oder? Ich glaube, das war daheim. Dann habe ich mich mit Michi getroffen. Da waren wir vorher Kaffee trinken und haben einen Krapfen dazu gegessen, weil ich gejammert habe, ich habe Hunger. Und weil das nicht gereicht hat, waren wir noch Pizza essen. Und da haben wir die Pizza gegessen, die ich so, so gerne esse. Die ist sowas von geil. Ich kann sie nicht aussprechen, aber sie schmeckt sowas von geil. Ich liebe die. Die hat Speck drauf, Paprika und so ein bisschen Knoblauch. Ich liebe diese Pizza. Wenn ich jedes Mal bei der Pizzeria bin, esse ich meistens nur die. Vor kurzem auch wieder. Also, ja, man sieht hier ein Schema, oder? Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, mehr fällt mir eigentlich gar nicht ein. Jetzt habe ich Urhunger, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe extremen Hunger. Aber ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, was euer Lieblingsessen ist. Das würde mich mal interessieren. Also bei mir ist es definitiv Pizza. Eindeutig. Aber ich esse auch Salat extrem gerne. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also Salat liebe ich auch. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!